das ist jetzt der Container, den wir hier Samstag hingestellt haben. Kommando zurück. Dann haben wir uns jetzt mal hier durch die Baustellen gequält, wa? Painagger. Zum zweiten und zum letzten Mal. Ja, das letzte neue Chassis. Holen wir jetzt ab. Das Chassis sieht auch ein bisschen anders aus. Hier sind jetzt inzwischen auch die Radnamen lackiert. War beim letzten von letzter Woche ja nicht so. Und hier ist eine Kiste dran. Wie bei den schwarzen auch. War bei dem anderen nicht. Das wir letzte Woche geholt haben. Ja. So, schon mal hochkurbeln und dann rufen wir gleich mal, machen wir gleich mal ein paar Bilder. Und dann rufen wir mal an in der Firma, was er hat. Ich weiß, ich wollte es eigentlich nicht, aber alles gut. Alles gut. Einmal werde ich es nochmal überleben. Denke ich. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, das Chassis ist soweit in Ordnung. Das ist sehr schön. Vom Chef auch abgesegnet. Jetzt fahren wir nach Leverkusen. Irgendwas sagt der Chef vom Gascontainer. Meine ich, war das? Glaube ich, ein Gascontainer. Na, war das schon ein Auftrag? Nee, ist klar. Ja, ja. Genau, Gascontainer gibt es da. Ey, was sagt der davon? Aber das sind nach Leverkusen knapp 4 Stunden. Also viel reißen werden wir heute nicht mehr. So, zurück in Deutschland. In Deutschland. Jawohl. So, jetzt geht's weiter nach Leverkusen. Haben auch schon einen Auftrag gekriegt, haben auch schon alles ausgedruckt. Nein, mein Drucker, mein Handy kommuniziert komischerweise immer noch nicht wieder mit dem Drucker. Ich habe es dann einfach auf mein altes Handy geschickt, also praktisch auf mein Geschäftshandy geschickt, auf mein YouTube-Handy. Und hab's denn ausgedruckt. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme am Wochenende den Drucker mal mit nach Hause und probiere da mal ein bisschen was rum. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, es ist jetzt eine Woche später, aber mein Shop ist online. Ich habe es auch, glaube ich, in den Videos von letzter Woche, glaube ich, schon verlinkt. Die kommen ja, denn kamen ja diese Woche. Oder kommen diese Woche.
glaube ich, auch verlinkt. Es ist leider noch nicht alles online, es ist leider noch nicht alles verfügbar. Ey, was habe ich da auch falsch gemacht, weil es sind auch noch Sachen irgendwie noch online, beziehungsweise Motive noch online, die eigentlich gar nicht mehr online sein sollten. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt noch 127 Kilometer bis Leverkusen. Dann nehmen wir einen Gascontainer auf und leeren für Hamburgo. Für Hamburg. Jawohl, ja. Park Leverkusen. Also ich dachte ja, ich hole einfach nur einen leer gereinigten Container raus. Ne? Ich habe eigentlich gedacht, da wird eine schnelle Nummer. Aber nein, du stinknormal überall durch. Mit Kennzeichen, mit Name, mit allem drum und dran. Herrlich. Dabei wieder einfach nur einen Container abholen. Naja gut. Irgendwas ist ja immer. X90. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir denn? Tor 6, da. 3, 4, 5, 7 und dann dahin. Okay. Gut, dann fahren wir da mal hin. So, schauen wir mal. Dass wir den Container mal schnell kriegen. Mal gucken, wie weit wir heute noch zurückkommen. Schauen wir mal. So, die Büchse ist drauf. Die leere Gasbüchse. So. Dann geht sie jetzt hier wieder raus. Hochsicherungstrakt hier. Schön, 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 schön. Herrlich. Oh, ja. Ganz entspanntes Arbeiten. Also, die haben hier echt die Ruhe weg, die Jungs, ne? Also. Die haben hier die Ruhe weg. Überall musst du holen am Kran. Zum Container umsetzen, mit dem Helm rumlaufen. Hier nicht. Das interessiert die hier gar nicht. Tch. Geil. Naja. Gut, dann fahren wir jetzt hier mal Route. Und dann sehen wir mal zu, dass wir nach Hamburg kommen, wa? Geht ja morgen in Hamburg abgeben. Tja, und dann? Das weiß der Himmel. Oder ich weiß es schon. Aber ihr müsst es noch nicht wissen. Thank you.
Feierabend. Ach ja. Aber auch schon ein bisschen länger. Ja. Ich habe noch ein bisschen an einen Shop gefeilt, der ja nun aus Versehen online gegangen ist. Naja. Nur ist er online. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Geld ausgeben. Ich weiß, klingt fies. Ist aber so. Nein. Stöbert da mal ein bisschen rum. Ich werde ihn mal regelmäßig in die Videos mal da oben in der Ecke einblenden. Und dann... ja, guckt da einfach mal nach. Was ich jetzt gucken werde, ist mich von innen. Da gehe ich jetzt rein. Wir sehen uns morgen früh wieder. Bis morgen. Guten Morgen. Donnerstagmorgen. Wo steht da? Bokel. Habe ich das gestern Abend noch gesagt? Ich weiß es gar nicht. Bokel. Bokel steht da. Und wo muss er hin? HCCR Hamburg. Hat er das schon gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Hat er oder hat er nicht? Hat er. Hat er? Ich weiß es nicht. Ja. So schön an der Straße gestanden. Das habe ich gestern Abend nicht gesagt. Oder habe ich es doch gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ja. Weil der Auto findet mich aber voll. Ja. Und da kommt ein LKW. Ein Spielzeug-LKW. Ja. So, soweit alles in Ordnung. Ja. Die Bombe, die Gasbombe, bringen wir zu HCCR. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß das nicht. Hat er nicht? Ach, wer weiß das schon. In der Stunde sind wir auf alle Fälle da. 12.17 Uhr? Aha. Ankunftszeit 12.17 Uhr? Wieso denn 12.17 Uhr? Kilometer. Hä? Eben war es noch eine Stunde. Egal, wir rauschen erstmal los. Na Kollege, komm rein. Ich bin ja nicht so. So kennt man Hamburg, oder? Hamburg am frühen Morgen. Ja. Aber es läuft ja einigermaßen. So, der Kollege eben mit seinem Hagebaulaster. Ich glaube, da stand Möllers drauf. Auch so ein junger Mann mit Glatze und, naja, Bart, Pflaum, wie auch immer. Nimm es jetzt nicht krumm. Meld dich mal in die Kommentare. Wer warst du? Wer bist du? Meld dich mal einfach. Hier, der von da. Ja, genau. Genau, auf die A7 gefahren ist. Eben, hier im Stau Hamburg. Meld dich mal. So. 8 Kilometer. Ne Quatsch. 11 Kilometer noch, dann sind wir bei HCCR und geben die Bombe ab. Es ist immer schön, wenn man erkannt wird. HCCR Hamburg. Kurz vorm Abgeben. Dann rufen wir auch gleich mal an in der Firma und fragen mal, ob er noch einen Container nach Lübeck hat oder nicht. Meinetwegen nicht. Also meinetwegen brauche ich keinen. Mal gucken, es ist eh schon spät. Das ist 8:55. Leider Gottes. Gut, dann machen wir gleich den Container locker und dann gehen wir die Bombe mal ab hier.
Da haben die sich doch tatsächlich wieder festgeklebt, die Idioten. Die ganze Kühle ist gesperrt. Ich fahre jetzt Richtung Harburg. Ich habe jetzt im Büro auch keinen erreicht, ob er noch einen Container hier hat oder nicht. Anscheinend ja nicht. Hört ihr das? Die sperren hier jetzt gerade alles Richtung Kühlbrandbrücke. Die armen Schweine, die da oben jetzt stehen müssen. Die armen Schweine. Naja, ich fahre jetzt über Stillhorn. Ja, über Stillhorn zurück, weil alles andere hat jetzt keinen Sinn. Alles andere hat jetzt wirklich keinen Sinn. Ich verstehe immer nicht, was wollen die damit bezwecken? Ich meine, ich wüsste eine Lösung für diese Klimakleber, aber die äußere ich jetzt nicht. Könnte falsch verstanden werden. Naja, ich fahre denn jetzt über Stillhorn raus, weil alles andere macht jetzt gerade wenig Sinn. Ich verstehe es nicht. Aktivismus her, Aktivismus hin. Aber das ist echt übertrieben und total der verkehrte Weg. Immer die Bremse nicht angezogen und wieder nicht dran gedacht. Herr Müller, guten Morgen. Beziehungsweise Mahlzeit. Ja, Transpeed. Sieht doch aus wie eine Leiche. Sieht der Trailer. Sieht auch aus wie eine Leiche. Wie eine tote Leiche. Töter als tote Leiche. Oh Mann. Oh Mann, wir haben 10 vor 11. Bin echt mal gespannt, ob ich von den drei Ausladestellen überhaupt noch eine schaffe. Bin echt mal gespannt. Hasselager, ist klar. Auch Hasselager. Weile, ist auch klar. Das ist aber nicht Weile. Mir egal. Gucken wir gleich mal. So, dann gucken wir mal alles, was nicht funktioniert. Auf dem Platten oder was? Oder auch nicht. Blinker gehen alle. Kennzeichenbeleuchtung geht auch. Bin begeistert. Die mittlere Achse auf der anderen Seite. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, obwohl die ist genauso platt hier. Naja, okay. Wenn er wegfliegt, fliegt er weg, ne? Naja, gut.
Scheint ja normal zu sein, dass er so aussieht. Warten wir es ab. Luft ist drauf. Richtig platt ist er auch noch nicht. Oder platt ist er nicht. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir die Liste durch, wo wir zuerst hin müssen. Und dann hoffen wir mal, dass wir heute wenigstens noch einen schaffen. Weil eine halbe Stunde Pause machen muss ich zwischendurch mir auch noch. Also ich bin echt mal gespannt, ob das richtig ist. Wir haben es jetzt 5 nach 3. Oder 10 nach, 5 nach, 10 nach, irgendwo dazwischen. Ich habe bald das blöde Gefühl, ich war hier schon mal. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Mal 50 Meter. Nee, dachte ich erst, aber die Firma hat schon einen ganz geilen Namen. Multifuck. Aber mit V geschrieben. So. Dann ist die Firma. Die Frage ist jetzt nur, wo ist hier die Anlieferung? Ja, die wäre genau da unten gewesen, ne? Super. Tja. Können wir nochmal umdrehen? So. Wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen. Mache ich mich mal schlau. Das wäre Hasselager. Der Ösi soll sich mal schlau machen, ob da nicht nur zwei Kunden auf dem Auto sind. Beim ersten stehe ich ja schon, der ja nicht drauf ist. Da bin ich ja schon. Er ist ganz verwirrt. Ich auch gerade. So ging es mir auch gerade.
Ja, so. Meine Lieben, ich habe noch nichts weiter gehört. Es ist jetzt aber auch schon 4:15. Karte habe ich schon rausgenommen seit keine Ahnung wie lange. Ach ja. Ja, ich hätte nochmal alles fotografiert und gemacht und getan und nochmal so rumgekraxelt. Was soll ich euch sagen? Bis jetzt nichts gehört. Ich gehe mal von außen hier auch nichts mehr. Ich sage ja, Karte habe ich schon rausgenommen. Ist mir denn auch. Naja, wurscht ist mir das eigentlich nicht, aber. Es lässt sich halt nicht ändern. So. Es ist so. Es ist für dieses. Oh Mann, was ist denn hier los? Ich bin ein bisschen schneller hier. Ich bin hier gerade bei. Genau. Wasser. Ich bin momentan viel, trinke momentan viel Wasser. Wenig Cola. Wenig sonst irgendwas. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gerade auf dem Gesundheitstrip bin, aber ich glaube, ich bin gerade auf dem Gesundheitstrip. Ja. Was soll ich euch sagen? Wie es weitergeht, sehe ich morgen. Jo, morgen. Genau. Way back a year ago.